Ich habe so viel nachgedacht über das, was Sie tun. Ich sage das nochmal, Professor Peter Baikucci. Sie sind weltweit ein bekannter Neurochirurg. Das heißt, Sie arbeiten am Gehirn. Und was ist für Sie das Faszinierende an diesem sehr speziellen Organ, das Sie besonders erhaben vielleicht finden? Man muss sagen, dass ich schon fast so eine romantische Beziehung zu dem Gehirn habe, weil es so ein Eigenleben hat. Ich versuche das irgendwie auch bildlich zu beschreiben, wenn man das Gehirn irgendwie anschaut und es pulsiert dann da und es ruht so in sich. Und wenn man es irgendwie falsch angefasst hat, dann ziehen sich die Gefäße so ein bisschen beleidigt zurück. Und wenn es was Schlimmes erlebt hat, eine Verletzung, dann wird es red und angry, wie man im Englischen sagt. Also es wird schwillt an und bläst die Backen so auf. Und man merkt, dass es so ein Eigenleben hat und es macht so eine persönliche Beziehung. Zudem ist es auch sehr ästhetisch. Also die Anatomie, also wie es gestaltet ist, wie es mal erschaffen worden ist und wie es sich entwickelt hat, ist einzigartig und wirft so viele Fragen auf. Wir wissen noch gar nicht viel über die Funktionsweise. Es hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren in diesem Bereich der Chirurgie. Man muss sich das ja so vorstellen, das habe ich über Ihr Buch gelernt, dass sinnigerweise der Titel auch Kopfarbeit trägt, ja klar, dass Sie eigentlich das, was Sie tun, wenn Sie operieren, nicht sozusagen direkt sehen, sondern nur durch das Mikroskop, weil alles so fein ist und ein Millimeter falsch kann eine Katastrophe bedeuten. Das stimmt. Die Strukturen, mit denen Neurochirurgen arbeiten, sind sehr fein und deswegen benutzen sie Mikroskope, die 40, 45-fach vergrößern können. Und das Schöne ist, dass man dann irgendwie die Außenwelt irgendwie komplett ausschalten kann. Man ist so quasi in seinem Mikroskop im Tunnel oder wenn man Glück hat, ist man auch in so einem Flow, wo alles so elegant und glatt läuft. Und das Mikroskop hilft einem, sich zu konzentrieren, aber auch die Dinge zu sehen. Aber es heißt nicht nur Kopfarbeit, weil man am Kopf arbeitet, sondern weil auch so viele Dinge durch die Köpfe der Chirurgen oder Neurochirurgen durchgehen. Also wenn, was sie sich überlegt haben in ihrer Beziehung zum Patienten und so. Und da arbeitet auch ziemlich viel im Kopf. Sie haben gerade gesagt, es ist so ästhetisch, es sieht so schön aus, aber da muss man ja erstmal hin. Also erstmal muss man ja sägen. Erstmal muss man schneiden, dann muss man sägen, dann muss man wieder schneiden, dann klappt man um und dann sieht man es. Ja, eigentlich ganz einfach. Ne? Man muss da erst mal hin. Also für sehr viele Menschen ist ja diese Vorstellung, wir merken es gerade im Publikum und hier in der Runde, das ist schon ziemlich brutal, sich vorzustellen, dass da oben die Schädellecke irgendwie aufgemacht wird, um dann dahin zu kommen, wo irgendwas eben nicht so läuft, wie es laufen soll. Sonst wären Sie ja nicht da, wo Sie dann stehen. Wie lange dauerte Ihre längste Operation? 13 Stunden, 14 Stunden. Wenn man sich vorstellt, wie fein diese Arbeit ist, wie minimalistisch, wie akribisch und dann 13, 14 Stunden, wie kann ich so lange meine Konzentration aufrechterhalten? Im Team. Wir wollen mal sagen, Sie sind da nicht alleine, ne? Mit dem Patienten oder der Patientin, mit dem Team. Ja, 13, 14 Stunden klingt jetzt viel, aber unsere Pioniere, unsere Vorväter, die vielleicht noch nicht so gut ausgestattet waren oder nicht so viel Erfahrung hatten, aber für die das Neuland war, die haben teilweise die ganze Nacht durchoperiert, also den Tag zuvor und die ganze Nacht, also 24 Stunden, sowas gab es auch. Aber es stimmt, wie hält man die Konzentration aufrecht? Ich glaube, die Kunst dabei ist, dass man sich zum einen als Team versteht. Und da sind viele Menschen im Operationssaal, die einem dann doch helfen, obwohl man da durch dieses Mikroskop schaut. Und eine interessante Frage ist ja, ist man im Einzelkämpfer oder ist man mehr Teamplayer? Ich glaube, es ist beides so ein bisschen. Und die Konzentration hält man aufrecht, indem so eine Operation natürlich in verschiedenen Stücken oder in Szenen aufgeteilt wird. Es gibt solche Szenen, die relativ routiniert ablaufen, wie die, die wir gerade beschrieben haben, die gar nicht so brutal ist. Und dann gibt es aber Szenen, wo es dann wirklich sehr diffizil wird und sehr, sehr genau wird und wo man präzise sein muss. Da wird dann die Musik ausgemacht, die vielleicht bislang im Hintergrund gespielt hat. Und die Leute hören auf zu reden und alle wissen, was zu tun ist. Wie in so einem High-Performance-Team. Entschuldigung, Sie haben Musik im OP? In manchen Episoden der Operation muss man auch Musik dabei haben. Ich meine, Sie haben Leute mit sich, die 8 Stunden, 9 Stunden mit Ihnen da durchhalten sollen. Und die Aufgabe, meine Aufgabe ist es mitunter auch dafür zu sorgen, dass Sie auf gut Deutsch nicht durchglühen, sondern dass Sie dabei bleiben. Ja? Was läuft denn da so atemlos? Also sicherlich nicht klassische Musik. Und wenn ich reinkomme und die jungen Kollegen hören Elektro, dann irritiert es mich auch. Aber ein Rocksender oder so, das geht. Okay, Sie schildern einen Starfilm Fall. Das ist ganz aufschlussreich einer Operation, die Anfang der 90er Jahre stattgefunden hat, einer amerikanischen Sängerin, Songwriterin, die ein Aneurysma hatte.
Das hat sich inzwischen rumgesprochen, was es eigentlich ist, wenn so eine Arterie sich absenkt und droht zu platzen, dann kann das auch zum Tod führen im Zweifelsfall, wenn es ganz besonders schrecklich läuft. Und es war eine ganz, ganz, ganz schwierige Operation. Und ihre amerikanischen Kollegen, Kolleginnen haben sie im Grunde genommen fast in einen Todeszustand versetzt, um da operieren zu können. Und das Interessante, was sie geschildert haben, war, diese Frau hatte, sie hat überlebt, sie ist also ins Leben zurückgeholt worden, sie hatte eine Nahtoderfahrung. Was bedeutet das? Ja, nun muss man wissen, dass dieser Mensch, der diese Operation durchgeführt hat, ein großes Vorbild für mich ist, ein Rollenmodell. Es ist jemand, der aus Deutschland in die USA nach dem Krieg gegangen ist und dort in Phoenix mitten in der Wüste eine riesen Neurochirurgie oder Klinik aufgebaut hat. Und er hat diese Patientin behandelt mit einem Aneurysma, das ist eine Gefäßaussackung. Und wenn die platzt, dann kann man eine Hirnblutung, einen Schlaganfall bekommen. Nur in diesem Fall war das so groß, dieses Aneurysma, dass man, um das operieren zu können, mit den damaligen Möglichkeiten, und die waren wirklich sehr, sehr innovativ, aber auch sehr mutig, musste man quasi die Durchblutung des Körpers stehen lassen, oder anhalten. Also das Herz anhalten, es floss kein Blut mehr. Und damit das auch von dem Gehirn toleriert wurde, das Gehirn und das Herz sind ja sehr wenig resistent gegenüber Sauerstoffmangel, hat man die runtergekühlt, die Patientin, auf unter 30 Grad, 26 Grad, 28 Grad. Und so hat man 30, 45 Minuten gehabt, diese Aufgabe zu erfüllen. Und in diesem Moment ist die Patientin klinisch tot gewesen. Das ist die Definition, wenn da kein Blut mehr durchs Hirn fließt, ist man tot. Klinisch tot, hirntot. Nur das hatten die danach wieder angeworfen und die Patientin hat es überstanden und hat danach berichten können, dass sie, als sie dann da so lag und als das Herz stillstand, sie gespürt hat, wie sie aus ihrem Körper herausgegangen ist und in einer Ecke oben im Saal war. Und das hat jetzt dann erstmal jeder belächelt, aber sie hat Dinge berichtet, die tatsächlich von anderen bestätigt wurden, die da passiert sind, was gesagt wurde, wie gehandelt wurde, wie auf brenzlige Situationen reagiert wurde. Und dieser Chirurg, Robert Spetzler, hat das dann auch berichtet, man kann das nachlesen, die Presse war ganz interessiert und das ist durch die Medien gegangen. Und er hat ein Buch drüber geschrieben und es war die Geschichte, die ich von meinem Chef dann so überreicht bekommen habe, sein Buch. Und das habe ich dann in den ersten Tagen meiner Arbeit gelesen und da habe ich gedacht, das finde ich jetzt schon ziemlich spektakulär und so möchte ich sein. Und eine Nahtoderfahrung ist eben, dass jemand, der vielleicht gerade am Sterben war, vielleicht reanimiert wurde oder wieder zurückgeholt worden ist, Dinge beschreibt auf dem Übergang zum Tod oder je nachdem, was man glaubt, was danach ist, oder der eben berichtet, über Dinge berichtet, die er eigentlich gar nicht wissen sollte. Wenn man es liest, klingt es bei Ihnen so, als wäre das für Sie eine Art Beweis, dass es eine Seele gibt. Dass es etwas gibt, das dann letztlich entweicht und was da ist an dem, was eine Person wie auch immer ausmacht. Hat es auch einen religiösen Aspekt für Sie? Also grundsätzlich ist die Story erstmal ein Beweis, dass das, was ich mache, ziemlich spannend ist. dann ist es ein Beweis, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Und dazu gehört auch die Seele. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie die Seele genau definiert ist. Ich tue mir sogar noch schwer, sie zu verorten. Ich glaube natürlich, weil ich ein gewisses Vorurteil habe, dass sie irgendwo im Gehirn sein muss und dass sie möglicherweise auch in Regionen ist, die mit Emotionalität und mit Persönlichkeit tief drinnen was zu tun haben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es die Seele wirklich gibt und ob diese Geschichte der Beweis für die Seele ist. Ja? Wie ist das, wenn Sie ein Kind operieren? Man behandelt das Kind und die Familie und muss mit denen natürlich lange Gespräche führen. Ich habe selber Kinder, ich weiß, wie involviert man ist, wenn Kinder erkranken. Und es ist nochmal technisch anders, weil natürlich vieles kleiner ist, weil Kinder nicht große Erwachsene oder kleine Erwachsene sind. Der Kreislauf aus anästhesiologischer Sicht, aus chirurgischer Sicht ist alles anders und reagiert nicht linear, man kann das nicht eins zu eins übertragen. Und es ist natürlich auch ein emotionaler Aspekt. Man geht schon etwas anders an die Geschichte, an die Behandlung heran. Aber man muss es auch in dem Moment, wo man dann unter seinem Mikroskop ist und da durchschaut im Tunnel, darf es dann irgendwie auch keine Rolle mehr spielen. Sie sind Hochleistungsmediziner, darf ich mal das so ausdrücken. Es ist erstaunlich zu fragen, wie ist denn Ihr Verhältnis zu den Patienten? Man kann ja auch meinen, für so einen Hochleistungsmediziner wie Sie geht es alleine um das, was dann vor ihm ist, was geheilt bzw. operiert werden soll. Aber wie tief ist Ihre Bindung zu den Patienten? Wie stark sind Sie auch involviert in die Angst, die viele Patientinnen haben? Das ist ja ein Thema, was mich umgetrieben hat, als ich das Buch geschrieben habe. Das ist so ein Teil der Kopfarbeit. Patienten, die Erkrankungen des Gehirns haben,
die haben natürlich häufig bereits Funktionen verloren und es drohen, Funktionen verloren zu gehen, die elementar sind, dass man sprechen kann, dass man bewegen kann, dass man sich erinnern kann. Und Patienten, die dann einem gegenüber sitzen, die kommen schon in einer ganz besonderen Situation ohne Visier zu einem. Und es ist ein Privileg und auch eine ganz besondere Situation, wenn man diesen Patienten gegenübersteht oder gegenüber sitzt und sie so erlebt, wie sie wirklich sind. Und manche sind ängstlich, manche sind auch ein bisschen draufgängerisch, aber alle, auch wenn sie es oft gewohnt sind, die Kontrolle zu haben, haben die Kontrolle in dem Moment nicht und müssen die Kontrolle ein bisschen abgeben. Und das macht es für mich einen Moment, wo sie sehr mutig sind. Und wo ich das jetzt sage, erkennt man eigentlich, dass es nicht nur um die Behandlung oder um die Heilung geht, sondern dass man diese Patienten begleitet. Und nicht immer geht es auch gut. Wir machen auch Fehler oder manchmal spielt die Biologie uns einen Strich durch die Rechnung oder macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und dann müssen wir diese Patienten umso mehr begleiten. Und das ist auch das Versprechen, was man gibt. Sie beschreiben einen Fall, wo es Ihnen nicht gelungen ist, das Leben einer relativ jungen Frau zu retten. Mhm. Und sagen, dass Sie heute noch, also Jahre später, Kontakt zur Familie haben. Das spricht natürlich auch für ein ganz enges Zusammenarbeiten unter diesem menschlichen Aspekt. Was ich übrigens besonders spannend, um nicht zu sagen unglaublich finde oder unvorstellbar, das ist, dass Sie auch ohne Narkose am Gehirn operieren, bei Bewusstsein. Wie darf ich mir das vorstellen? Das stimmt, das sind die Wachoperationen. Die führt man, also man kann Patienten wach operieren, weil das Gehirn keinen Schmerz spürt. Das weiß man ja aus alten Spielfilmen. Und sicher. Der Weg zum Gehirn, der kann sehr schmerzhaft sein und deswegen sind diese Patienten bis dahin in Narkose. Und wenn man ein Hochleistungsteam um sich herum hat, dann wird es gelingen, den Patienten wieder wach werden zu lassen und der weiß dann auch gleich, wo er ist und ist nicht in Panik und liegt dort ruhig und man kann mit dem dann sprechen. Und das Sprechen ist bei der ganzen Operation wichtig, weil es um Operationen geht, die in der Nähe oder wo man in der Nähe des Sprachareals oder der Sprachregion operiert, wo es darum geht, zu verhindern, dass der Patient danach nicht mehr versteht oder sich nicht mehr ausdrücken kann oder nicht mehr nachsprechen kann. Und dann liegt der Patient da, ist wach und man unterhält sich mit ihm. Man kann über Banales reden. Man kann aber auch bestimmte Sprachfunktionen testen, während man gezielt bestimmte Teile des Gehirns lahmlegt für ein paar Sekunden. Das macht man mit Strom. Und dann legt man quasi eine Landkarte des Gehirns an. Und man weiß bestimmte Areale, dort darf ich nicht hin, da ist Sprachverständnis, da ist Sprachproduktion. Das ist ein sicherer Korridor, da kann ich durch. Und während man operiert, weil diese Zentren ja auch verbunden sind durch Bahnen wie Telefonleitungen, spricht man mit dem Patienten auch weiter. Und wenn der stockt oder wenn er mal nicht richtig antwortet, dann weiß man, dass man jetzt in der kritischen Region ist und besser nicht weiter operiert. Und das sind Operationen, die haben einen sehr hohen personellen Aufwand. Da haben wir Linguisten, Psychologen dabei bei der Operation, sind viele Menschen im Operationssaal, die alle miteinander zusammen funktionieren müssen. Und man weiß aber am Ende der Operation, dass der Patient dann auch noch spricht. Und man muss nicht bangen, bis er aufwacht. Ihr Buch ist auch ein Plädoyer dafür, dass Medizinerinnen sich selber sozusagen entmystifizieren. Also dieses frühere, der Halbgott in Grün, damals waren es auch meistens männliche Halbgötter, keine Göttinnen, dass das einfach abgebaut wird und dass sie sozusagen auf Augenhöhe mit ihren Patienten und Patientinnen sind. Wieso haben Sie diesen Zweig der Medizin gewählt? Ihr Vater ist Mediziner gewesen, aber in einem anderen Bereich. Und Sie haben genau dieses Spezialgebiet sich ausgesucht. Also ich habe es nicht immer gewusst, dass ich es machen wollte. Mit 18 oder mit 19 hatte ich gerade meine erste Midlife-Crisis, weil ich Sport machen wollte und es hat nicht geklappt, weil ich es nicht geschafft habe. Und dann bin ich Mediziner geworden und dann habe ich erst relativ spät entschieden, dass ich mich für Neurochirurgie entscheide. Und mein Vater, das stimmt, der war auch Chirurg. Meine beiden Eltern kamen aus Ungarn und ich bin gerade in München geboren. Und er war Chirurg, er war Lungenchirurg. Und ist dann, als ich gerade studiert habe und mich in die letzten Jahre meines Studiums aufgemacht habe, nach Amerika gegangen bin, hat einen ersten epileptischen Anfall gehabt und hat dann eine Hirnmetastase. Und ich hatte damals keine Ahnung von Hirn. Neuroanatomie, also die Anatomie des Gehirns, war mir immer viel zu komplex. Ich habe es nie gelernt im Studium, habe es immer ausgeklammert. Umso erstaunlicher, dass ich mich danach dafür interessiert habe. Aber ich war dann ein bisschen hilflos und jetzt denke ich noch immer, ich hätte ein bisschen engagierter, mich ein bisschen mehr kümmern müssen, dann wäre es vielleicht gelungen, das ein bisschen noch rauszuzögern oder noch ein bisschen zu helfen. Aber das war damals die Phase, als man gesagt hat, da kann man jetzt eh nicht viel machen und das schleichen wir jetzt aus oder das lassen wir jetzt zu Ende gehen. Und so war das eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung. Und jetzt denke ich mir retrospektiv, vielleicht hat mich das so ein bisschen auch
beeindruckt oder beflügelt, das zu machen. Und das zweite Ereignis war, als ich so ganz unsicher war, habe ich dann meinen zukünftigen Chef, bei dem ich mich beworben hatte, ich fand Gehirn schon irgendwie spannend, aber ich fand auch Büchler toll oder ich fand auch die Leber toll und das Immunsystem super. Und dann habe ich mich breit beworben, konnte mich nicht entscheiden und dann hat mich mein zukünftiger Chef eben so emotional in seiner Vaterrolle oder in so einer Vaterersatzrolle gepackt, dass ich dann in dieses Fach reingegangen bin. Und, Vater, Vater. Der eigene Vater und diese vom beide, Vater. Das ist ja auch dann der zweite. Und das muss ja auch und dann habe ich es eben gemacht und habe es nicht bereut, war super. Bitte, Marc? Das muss ja auch eine enorme Fingerfertigkeit sein. Also ich trainiere jahrelang darauf hin, eine gewisse Technik erlernen zu können, aber wenn mir der Ball oder die Karten runterfallen, ist es kurz peinlich. Aber mehr ist es ja nicht. Und das ist ja so viel Verantwortung. Also wie geht man damit um, wenn man so eine heikle OP hat und man zittert man da gar nicht? Ist man gar nicht nervös? Und ist sehr schlecht. Also das ist doch hohe Fingerfertigkeit, oder? Ja, bei unseren Fingern geht es nicht darum, dass sie möglichst schnell sind, so wie bei deinen. Sondern bei unseren Fingern geht es darum, dass sie möglichst ruhig sind. Und das stimmt, das muss man trainieren. Und es gibt ja diesen Spruch, dass man irgendwie 10.000 Stunden irgendwas trainiert haben muss, damit man mit den Fingern fertig ist, ob man jetzt ein Klavier spielt oder einen Zaubertrick macht oder mal operiert. Und das spiegelt, ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht, aber es spiegelt die Intensität und die Leidenschaft, die man braucht, um deine Sachen zu machen und meine Sachen zu machen. Und viele andere machen das mit ähnlicher Leidenschaft. Und es zeigt, dass man sehr intensiv dran arbeiten muss. Siehst du, und das ist so, mit diesen Händen hätte er mal ein Weltklasse-Tennisspieler werden wollen. Dafür hat es nicht gereicht. Aber jetzt ist einer der renommiertesten Gehirnchirurgen überhaupt. Wahnsinn. Danke, dass Sie da sind, Professor Peter Weitkulzi. Vielen Dank.